Hallo und herzlich willkommen zurück bei BG3. So, wir sind immer noch in den Gemächern der Goblin-Priesterin und wir haben die Leiter übersehen, ne? Also nicht übersehen, aber vergessen ein bisschen. Wow, der hat aber Probleme. So, hier ist nichts, glaube ich. Wir können da noch rüber jumpen. Ich schau mal ganz kurz. Oh, theoretisch kann man auch da runterspringen, aber das müssen wir, glaube ich, gar nicht, weil wir können auch einfach durchgehen. Not found. Hä? Not found. Hä? Not found 8 von 8. Was ist denn ein Not found? Jetzt will ich's wissen, aber erstmal will ich rüberjumpen. Ich glaube, hier können wir gar nichts machen. Warum es da eine Leiter gibt, weiß ich jetzt nicht genau. Hier können wir auch nicht drauf oder so, ne? Das sieht aber cool aus. Ich mag das, dass man hier so isometrisch durch die Gegend fliegen kann. Hallo Larion, bitte kauft euch die Rechte an Ultima. Dankeschön. So. Das ist nichts, okay. Was ist dieses Not Found? Da sind mehrere Not Founds. Ich würde das schon gerne wissen. Nicht erreichbar. Was passiert, wenn ich da runterspringe? Minus 4 Trefferpunkte, das möchte ich nicht. Denn ich glaube, wir sind sonst bald invalide. So, darüber geht auch nicht, ne? Oder? Nee. Hätte mich auch gewundert. Okay, ich gehe aber wieder runter. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Vielleicht zum Infiltrieren. Vielleicht hätte man da gut infiltrieren können, wenn wir hier als Spy unterwegs gewesen wären. Vase, Kleiderschrank. Wo ist denn Not Found? Da. Das ist der Balken, der heißt Not Found. Das ist der gesamte Balken. Okay, aus Neugier. Ich speichere nochmal. Ich bin hier nur am Rumdaddeln die ganze Zeit, ne? Achso. Das dürfte nichts bringen, weil es ein Schwert ist. Ja, hab ich mir gedacht. Dann gönne ich mir nochmal ganz kurz. 4 bis 9 Schaden, 4 bis 11 Schaden. Ich gönne mir nochmal ganz kurz diese hier. Und probiere es nochmal. Aber ein Morgenstern hat doch nicht nur Stichschaden. Hä? Das ist wie ein Hammer mit Nägeln. Wieso finden wir einfach keinen Hammer? Streitkolben vielleicht? Vielleicht können wir den... Vielleicht geht's mit dem? Ah. Die Antwort ist ja. Not found ist weg und das da oben ist auch weg. Okay, ich weiß wirklich nicht, was das jetzt, was wir damit erreicht haben. Wahrscheinlich gar nichts. Ah, da komme ich ja nicht hin. Da muss ich Feuerpfeil machen. Den habe ich nicht. Das hat wahrscheinlich gar nichts gebracht. Himmelbett können wir auch zerstören. Das würde mich gerade mal interessieren, ob hinter dem Himmelbett... Nee, da ist nichts. Okay. Gut, jetzt reicht's. Entschuldigung, ich will die Tür öffnen. So. Einmal so und einmal. Nein. Sind wir immer noch? Kriegerin Klack. Was hat ein Brackerl gemacht? Warum ist denn der da eingeknastet? Ich weiß inzwischen nicht mehr so richtig, wo ich bin. Und wir haben unsere Gefährten zurückgelassen. Ich habe die eigentlich nur zurückgelassen, damit es immersiver ist. Das ist wohl gelungen. Weihrauchschale, die nehme ich mit, können wir gut verkaufen.
Kerze, 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 Schmerze. Mörser und Stößel, sonst haben wir nichts, ne? Holzschale, Schöpfkelle. Ja, gut. Regal. Regale. Da liegt noch eine Eisenpfanne. Kessel, aber die sind mir egal. Erstaunlicherweise, sie hat mir das Vorgespräch mit ihr. Hier hat sie uns hingeführt vorhin. Also letzte Folge. Ein Tisch. Noch eine Tür. Wasserfass. Und noch ein Wasserfass. Wasserfässer könnte man theoretisch wieder brauchen, falls es irgendwann mal brennt, ne? Letztes Mal waren wir ein bisschen aufgeschmissen. So, warte. Hier ist nichts. Und dann könnten wir hier rüberspringen. Ah, da sind unsere Gefährten. Da ist die Tür. Da geht's wieder zurück. Ich verstehe. Schlüssel der Priesterin benutzt. Ah. Und wir dürfen ja auch hier sein, ne? Provisorische Fackel. Okay. Silbertablett. Aber das kostet wahrscheinlich eh nichts. Sonst gibt es hier nichts. Alles klar. Ich würde mich hier gerne noch weiter umschauen. Wo geht's da hin? Achso, klar. Dass der hier lädt, ist interessant. Geschändeter Tempel. Das ist der geschändete Tempel. Das heißt, da unten könnten wir diesen Mondsong oder wie hieß finden, eventuell. Aber vorher. Oh Gott, es ist so viel, ne? Es ist immer so viel und so viele Optionen, so viele Möglichkeiten, so viele Sachen, die man versuchen will. Oh, furchtbar. Kann ich die eigentlich mitnehmen? Wahre Seele, gut. Wir könnten Leichen sammeln. Geborstene Steine. Wir haben ja noch Ölfässer. Ich speichere nochmal kurz. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Ölfass fallen lassen. Dann. Zieh zu weit entfernt. Wupp. Hier. Wupp. Und jetzt, wahrscheinlich kriegen wir jetzt auf den Sack, wenn wir das machen. Wir gehen erstmal alle zurück ein bisschen, ja? Prima, dankeschön. Und dann lassen wir mal ganz kurz eben hier. Der steht ja auch gerade so günstig. Also, ja, ich hätte vielleicht die Gruppe vorauflösen sollen. Speichern. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Es hat diesmal funktioniert. Es hat funktioniert. Never a dull moment. How much farther can I go? Aber was haben wir damit jetzt erreicht? Okay, es geht da runter, aber wir können ja nicht. Wir können jetzt nicht runterspringen, ne? Okay. Ich kann leider die Kamera nicht so anwinkeln, dass ich ja runtergucken kann. Verdammt, ich brauche diese Mod, mit der man die Kamera besser bewegen kann. Tod. Wir springen dann in den Tod. Ja, Verwenden, die Ketten vielleicht. Free. For now. Ich dachte, vielleicht kann man die Ketten da runterhalten, aber wir können mit den Ketten ja gar nichts machen. Wahre Seele, gut. Wo ist sie denn? Ich weiß nicht, warum ich das gerade mache. Ich gehe gleich die Treppen runter, die da waren. Oh nein, wo ist sie denn? Da. Wahre Seele, gut. Oh, ich kann die. Wenn jemand fragt, die ist hier im Boden eingebrochen.
Wir können da nichts für. Es war ein natürlicher Tod. Genau wie das hier. Genau wie Polmer. Ich wollte die eigentlich ans Lager senden. Ich dachte, vielleicht können wir auch Leichen sammeln. Nein, mit mir ist alles in Ordnung. Nein, nein. Der Doktor sagt, mir geht's gut. So, da wollte ich gar nicht raus. Ich wollte diesmal hier hinten die Treppen runter. So. Gott, wir laufen hier die ganze Zeit halbtot durch die Gegend. Dass wir noch leben, ist mir ein Rätsel. Schriftrolle Beistand. Toller Opener für hier unten. Achso, warte. Feuerschale. Warte, warte, warte. What a day. Da sagst du was. So, und dann nochmal hier. Can't give up now. With haste. That might be worth a look. Eine Felsspalte. Not a chance I'll fit in there. Okay, aber wenn ich... Reicht es vielleicht, wenn ich, Gnom männlich. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz speichern. Ich... Oh, stehlen. Stehlen. Was ist das hier nochmal? Rauchpulverfass. Ja, perfekt. Stehlen. So. Wo sind sie denn, die Fässer? Da. An Lager senden. An Lager senden. An Lager senden. Und, ja. Ein Feuerweinfass, gerne. Das Rauchpulverfass nehme ich aber nochmal mit. Stehlen. Und das müsste ich doch jetzt, theoretisch, kann ich das Gale geben, weil von dem habe ich ja gerade eins eingesackt. Das Rauchpulver dann explodiert, wenn es entzündet wird und fügt einem in der Nähe Schaden zu. Ja. Hochentzündlich. Es geht. Oh, wunderbar. Dann nehme ich das auch mit. Stehlen. Stehlen. Zu schwer. Okay. Dann... Das scheint ein bisschen schwerer zu sein. An Lager senden. An Lager senden. So, hier auch nochmal... Stehlen. Lalalala. Rauchpulver. Rauchpulverfass. Feuerweinfass. Stehlen. Ich hoffe, hier ist keine Falle. Wenn hier was hochgeht, ne, dann ist aber, dann ist alles vorbei. So, an Lager senden. An Lager senden. Oh, wie schön ist das hier. Stehlen. Ich hoffe, die brauchen sie nicht für den Überfall auf den Druidenhain. Das wäre traurig. So. Lager senden. An Lager senden. Ich hab's gleich, Leute. Ich hab's gleich. Feuerweinfass. So. An Lager senden. An Lager senden. Ich selber habe gerade kein Fass dabei, ne? Aber ich bin ganz ehrlich, ich... Unser Inventar ist special. Stehlen ist so ein böses Wort im Zusammenhang hier. Wieso gibt es hier kein Licht? Okay, gut. Dann wollen wir... Ich glaube, ich höre Schritte. Hier sind nur Spinnenweben, ne? Das ist die Felsspalte. Schwere Truhe. Oh. Langschwert, Kurzschwert, Kurzschwert. Nehme ich alles mit. Oh boy. Oh boy. Das hier ist gar nichts, ne? Nee, okay. Oh shit. Das tut mir alles nicht gut hier.
So, die schwere Truhe. Die ist wahrscheinlich mittlere Zähigkeit. Wir brauchen unseren Freund hier. Das kann ich alleine nicht bewältigen. Ich muss mal kurz wieder meine... Wie nehme ich meine normale Form nochmal an? Also. Jetzt komme ich natürlich auf dem herkömmlichen Wege nicht mehr raus. Warte, hier, das schicke ich nochmal schnell ins Lager. Oh Mann, so eine Scheiße hier alles. Sag mal, hat Gail eigentlich noch seine Bücher-Dingens hier? Das war der Bücherrucksack, ne? Shit. Reisesack, was war da drin bei ihm? Reiseproviant. Okay, das braucht er eigentlich nicht wirklich. Fleckiges Buch. Bob. Bob. Ich schmeiß die mal alle bei ihm rein. Ich wollte das eigentlich zwischen den Folgen machen, aber wir sind gerade zu überladen. Und ich habe natürlich nach der letzten Folge wieder nicht sortiert, weil ich es wieder vergessen habe. Weil ich immer weiterspielen will. Ich will nicht stundenlang sortieren. Also daran lag es nicht, ne? Also daran lag es jetzt nicht, sondern es lag eher daran, dass ich... Oh, was ist das? Ein Bild? Porträt. So. Schöne Künste können wir mir auch gönnen. Hier, das auch noch. Das auch noch. Das sind alles Sachen, die er geklaut hat, glaube ich, ne? Er bräuchte noch einen zweiten Rucksack für Briefe eigentlich, aber naja, das ist erstmal egal. Wo ist er hier? Bupp. Ich mache jetzt erstmal nur Bücher. So. Gut, dass die Bücher sich auch stapeln. Das finde ich sehr, sehr gut. Was ich mir bei Büchern wünschen würde, bei Baldur's Gate 3, aber bei Skyrim habe ich mir das auch schon gewünscht, wenn man ein Buch, also man findet ja manchmal doppelt, wie das hier zum Beispiel, und wenn man das schon gelesen hat, wäre es cool, wenn das irgendwie markiert wäre. Ich weiß gar nicht, bei Skyrim hatte ich eine Mod dafür, aber es wäre cool, wenn das hier auch von Haus aus schon gehen würde, wenn es 1000 Bücher gibt und du weißt am Ende nicht mehr, habe ich das schon gelesen, habe ich noch nicht gelesen, keine Ahnung. Und dann liest man es am Ende dreimal. Und erinnert sich doch nicht wieder dran. So, okay, paar Bücher losgeworden, sehr gut. Brief. Weihrauchschale. Ich wollte Folgendes tun. Ich wollte den Gestaltwandler kurz an Astarion geben. Und hoffen, dass es klappt. Leichter Hammer. Hoffen, dass es klappt. So. Und jetzt gehe ich auf... Astarion? Wo ist denn... Ach, da ist die Felsspalte. Da ist die Felsspalte. Da ist die Felsspalte. Und jetzt müsste er doch eigentlich auch... Bup. Und hier. So können wir Schritt für Schritt alle durch die Felsspalte. Wenn wir das wollen. So, speichern nochmal. Und dann Schlossknacken. Können wir eine Falle? Ich mache jetzt mal Schlossknacken hier. Easy. Natürlich ist das easy. Ah, auf 18, das ist ja richtig easy. Ach du Scheiße. Aber gut, wir haben es unter Kontrolle. Sehr gut. Er ist halt einfach der Beste. Schwere Truhe. Ich hätte gern was mit Auffallen untersuchen. Ah. Wo ist die Truhe? Da, schwere Truhe. An Lager ist... Oh Gott, ich habe Angst vor dem Lager. Ich will nicht im Lager aufräumen müssen. Oh, 808 Gold. Cool, danke. So. Dann hier wieder raus, oder? Alright. What now? Ich teste mal was. Ich speichere schon wieder. Ich speichere dauernd. Oh. Hier ist der...
Der Alkohol, die Dämpfe des Alkohols entzünden sich hier. Ja, na gut. Das ist ja fast gar nichts. Ich wollte eigentlich nochmal hier raus, aber hier ist abgeschlossen, ne? Okay. Vielleicht kann aber unsere Goblina oder was? Was ist er gerade? Gnomina. Verschlossen und dann hier auch nochmal Schlossklappe. Kann natürlich sein, dass wir auf deiner Seite in Kampf geraten. Ich werde, glaube ich, dann eh wieder laden. Weil ich wollte eigentlich durch das Loch wieder zurück. Ich will hier gar nicht raus. You've set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. Richtig, dann gehe ich mal lieber. Sie davon überzeugen, dass du hierher gehörst. Täuschen. Einschüchtern, überzeugen. Schaut mich nur an. Sehe ich etwa gefährlich aus? Na sicher, das schaffe ich locker. Ich würfe eine 20 und komme damit durch. Ja, nein. Ciao. A valiant but misguided attempt. You will leave this area now. Oh, und jetzt kommen wir nicht mehr durch. Hallo, roher Mondglüh. That the jingle of coin I hear? You've timed it well, my friend. Already turned quite the profit today, so I'm feeling generous. You recognize the crest she bears, the winged serpent of the Zentarim. Ah, ja. Ihr seid doch keine einfache Händlerin, oder? Ihr gehört zum schwarzen Netzwerk. Das sind Freunde von uns. Half right, Sharp Eyes. A Zen is a normal trader. Just a matter of what's for sale. Weapons and other exotic goods, true enough. But most of all, we offer discretion. No judgment, no right and wrong, just good deals and bad. That problem for you? Nein, nein, wir sind befreundet. Wir haben mit dem Zen zu tun oder walken ihn zur Ruhe. Bit quieter, if you please. This crowd just burned that into the ground, you might recall. But good. That means Zaris and her little operation weren't found. Seems you're a friend of the family. That warrants a discount. A small one. Hm, immerhin. Nice. Dann zeig mal her. Naja, Discount kriege ich aber nicht, wie es aussieht. Oh, um Gottes Willen. Oh, geil. Pizza. Heilige Scheiße. Was? Oh, die ist schon schön. 874. Wenn der Anwender maximal 1500 Treffer bewirkt, dass du sich... Oh, 1 bis 4 Hiebschaden mehr. Oh, ist schon sehr gut. Kettenpanzer plus 1. Was ist denn hier los? Ach, ist eine schwere Rüstung. Oh, schade. Schade, schade. Auch schwere Rüstung. Mittlere Rüstung. Interesting. Ein weniger Hiebschaden und Nachteil bei Heimlichkeitwürfen. Ja, das ist leider ein bisschen doof. Aber ich meine, muss ich heimlich sein? Ich weiß gar nicht. Entschuldigung, für Heimlichkeit. Entschuldigung, ich habe minus 1 bei Heimlichkeit, hörst du ja gerade. Ab hier. Oh Mann. Ich glaube, ich muss eine kleine Aufnahmepause gleich machen. Mittlere Rüstung. Oh, ich finde die aber schon ganz nice eigentlich. Auch wenn die einen Nachteil hat. Wir sind bei 1200. Wir haben zum Glück ein bisschen Kohle und vor allen Dingen haben wir aber auch hier. Wir haben Bling Bling, aber um den Preis zu erreichen, habe ich das Gefühl, müssen wir unsere eigenen Eltern verkaufen. Plus beide Beine. Unserer Neugeborenen. Ja. Ja. Okay. Gut, dass ich die Sachen gerade gesammelt habe. Cool, cool, cool.
Das Problem ist, ich muss ja eh laden, weil ich hinten wieder raus wollte. Aber vielleicht komme ich ja, vielleicht kann ich ja alles umgehen und gehe dann einfach, komm von der anderen Seite wieder. 217, oh shit. Tja. Nebelschritt behalte ich auf jeden Fall. Talisman der Absoluten, 28. Meine Waffe behalte ich. Diesen tollen Streitkolben hier vielleicht verkaufen. Oh, ich meine Sachen schon gerne. Hm. Ach, wir haben gerade noch den Streitkolben ausgerüstet, ne? Der, wird auch überschätzt. Ölflasche. Den brauchte ich nur wegen Blunt Damage. Okay, Fackeln. Ich glaube, den Rest möchte ich gar nicht verkaufen, den ich habe. Erstaunlicherweise vielleicht diese Flasche noch. Und diese Schöpfkelle, die würde ich auch noch verkaufen. Und diese Weihrauchschale, die doch nur eins bringt. Die Milchkanne brauche ich auch nicht unbedingt. Da kann ich mich, schweren Herzens trenne ich mich davon. Ist ein Familienerbstück, aber hey. Dieses Seil hier, ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt mit habe. Angelaufenes Medaillon. Elturel-Einheit ist Stärke. Ist aber kein Questgegenstand. Ich glaube, damit können wir auch nichts mehr machen, ne? Ich glaube, damit können wir nichts mehr machen. 222 würde uns noch 1000 kosten. Aber ich glaube, ich mach's. Ich glaube, ich mach's. Habe ich noch einen Crap-Rucksack hier irgendwo? Ich weiß aber nicht, welcher das ist aktuell. Deswegen mache ich jetzt einfach hier, den hier. Wird das Angebot nicht glücklich sein? Ja, gut, man kann ja nicht alles haben, ne? Ich mache mal das hier. Und dann machen wir mal tauschen. Mal gucken, ob ich damit durchkomme. Pleasure. Ebenso. So, ich habe wieder nur an den Main gedacht. Ich hätte das Schwert auch verkaufen können, theoretisch. Ich habe wieder nur an den Main gedacht. Ich habe gar nicht an die anderen Charaktere gedacht. Die müssen wir natürlich auch ausrüsten. So, Schuppenpanzer plus 1. Der hier, den reiße ich mir direkt vom Leib. Zum Glück habe ich was drunter. Oha! Oha! Wie sehen Sie denn aus? Ja, die gefällt mir auch sehr gut. Aha, aha. Du bewirkst so viel Schaden, wenn dein Angriffswurf. Schaden ist dann. Schlechter Beseite. Okay. Ich will mal kurz was gucken. Nee, ist schon okay. Ach so, ich habe ja gerade. Ich habe gerade keinen Helm auf, deswegen. Ich habe mich schon gewundert, warum meine RK runtergegangen ist. Ansonsten, was hat sie aktuell? Rasche Antwort. Aber sie kann ja, glaube ich, keine zwei Hände. Das bringt ihr nichts, ne? Sie hat immer den Schild dabei. Ich glaube, den würde ich behalten für unsere Berserkerin. Mittlere Rüstung 14. Was haben wir hier Schönes? Nachteil bei Heimlichkeit. Hat das hier nicht, ne? Ein weniger Hiebschaden. Weißt du was? Dann zieh mal kurz aus. Das sieht, sie hat aber was drunter. Keine Sorge. So. Das steht ja auch besser als uns. Dann haben wir jetzt den Schuppenpanzer mit mittlerer Rüstung. Aber er hat leichte Rüstung hier, ne? Und du hast auch leichte Rüstung. Die haben auch beide leichte Rüstung. Okay. Okay, zwei Wachs. Gut, 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 gut. Dann haben wir's. Jetzt müssen wir nur gucken. Ich rede nochmal mit denen hier. Hallo Jerle. What's up for discussion? Nothing for you in there, mate. Ja, das stimmt, da ist nichts mehr drin. Hast du völlig recht. Und Erna? Wouldn't go in there. Lest you fancy blowing your bones all the way to Boulder's Gate. Ah, ja, ich verstehe, worauf das anspielt, aber macht euch mal keine Sorgen, da ist nichts mehr. Rauchpulverfass. Oh. On my way. Und, oh, wie fancy wir jetzt aussehen. Fancy schmancy. Und das kann ich jetzt auch mal mitnehmen? Oh.
cool. Das, das eine Rauchpulverfass haben wir uns mal gegönnt, ja? So, warte. Dann gehen wir mal kurz hier lang. So. Und dann darüber. Dann. Wir stehen hier auch noch rum. Dann einmal hier lang. So, und dann einmal da lang. Ich frage mich gerade, wie ich das effektiver bei den Händlern machen kann, dass ich mit den NPCs auch Sachen kaufe. Einfach den Geldstapel weiterreichen und dann nochmal den Händler ansprechen. Pro NPC einmal. Hat man eine bessere Übersicht? Ja, das ist alles nicht so gut. Wir sind die Walking Dead hier einfach. So. What path lies before me? Das wissen wir alle nicht, mein Lieber. Und irgendwie riecht's ja nach Fallen, ich weiß nicht. Was ist das denn hier? Here we go. Also wenn es hier nicht nach Fallen riecht, dann weiß ich auch nicht. Oh, ich mach mal ein bisschen hier, ne? Ich lass mal ein bisschen Licht in die Hütte. Ist ja auch schöner, wenn man was sieht. Was war hier nochmal? Nix. Ah, hier. So. Interlocking circles with moons and stars. This is the seal mentioned in that Selunite's journal. I bet we can work out how to open it. Ooh. Aha. Wir gucken gleich mal. Something over there. Wo denn? Wahrnehmung erfolgreich, aber für was? Silberteller. Da bin ich nicht so dran interessiert. Oder? Ich guck mal kurz. Naja, vielleicht doch. Bevor es wegkommt. Wir haben festgestellt, wir brauchen ein bisschen Geld. Und außerdem soll es hier nicht so schmutzig sein, ne? So, ich mache wieder alle Kerzen an und alle Lichter. Hier ist noch irgendwas. Ne, das ist aber nix. Schädel. Was meint er denn mit something over there? Over there. Ich habe es wahrscheinlich übersehen. So, hier nochmal. Übrigens sehr realistisch, dass man erstmal alles anmachen muss und ja automatisch überall immer alles brennt. Also schon angezündet ist in Dungeons und so. Finde ich eigentlich besser. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig, wenn ich mal alles anzünde, ne? Aber eigentlich ist es besser, als wenn man in so einen seit Jahren verlassenen Dungeon geht und da brennen einfach überall Feuer und Fackeln und alles. So. Haben wir es denn jetzt? Das Something Over There? Kriege ich nicht mehr raus, was das war, ne? Wahrscheinlich nicht. Hier ist auch nichts. Granitbank. Hier wird irgendwas passieren. Und wir müssen dann das Rätsel mit den Steinkreisen lösen. Aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Und dann finden wir vielleicht noch Over There, was da sein könnte. Dass wir die ganze Zeit noch so rumlaufen, ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Ich hatte gedacht, wir sind seit mehreren Folgen einfach schon tot. Theoretisch. Naja, jetzt gucken wir erstmal. Wir schauen mal, ob wir das Rätsel mit den Steinkreisen lösen. Und ja, eigentlich wollte ich ja noch zu der Drow-Dame da oben. Und wir wollten noch ein bisschen... Aber der Knast ist größer, als ich dachte. Diese ganze riesige Anlage hier. Das ist schon größer, als ich dachte. Naja, jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächste Folge gucken wir mal, ob wir an das Mondlied kommen oder wie das hieß. Na, wir schauen erstmal. Ja, vielen Dank nochmal und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss.